Okay, ich denke, da können wir mal anfangen. Ja. Willkommen zum vierten Exocard-Webinar. Das heutige Thema sind Stege und Stegüberwürfe. Ich bin Friedemann Stang, bin heute begleitet von Michael Kuhn und Pina Maginot, die den ganzen Fragen- und Antworten-Support übernehmen. Man kann während dem Webinar auf der rechten Seite in diesem Panel jederzeit Fragen stellen, auch gerne während dem Webinar, schon während der Erklärung einfach die Fragen reinschreiben. Die werden dann so schnell wie möglich beantwortet. Manche werden mir dann auch direkt gestellt werden. Manche werden wir ans Ende verschieben. Wir haben am Ende nochmal Zeit für ein bisschen ausführlicheres Q&A. Und alle Fragen, die übrig bleiben sollten, werden wir auch noch per E-Mail beantworten. So. Genau, ja, wie der Friedemann sagt, also ihr könnt sehr gerne während der Demonstration schon Fragen stellen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass dann meistens am Ende, wir planen immer eine Viertelstunde Q&A ein, aber dann kommen dann meistens am Ende doch zu viele Fragen, die wir dann später noch nachbearbeiten müssen. Also ihr könnt wirklich während schon fragen und wenn die Fragen auch wirklich gerade passen und interessant sind, dann schmeißen wir die auch rein und der Friedemann kann auch direkt drauf eingehen. Okay. Jo, Gut, dann dann fange ich mal kannst du an. loslegen. Der Viel Spaß. Plan für das heutige Webinar sind ja, wie gesagt, Stege. Und ich fange erstmal an damit, dass wir einen relativ simplen Steg mit Lokatoren konstruieren. Dann gibt es eine kurze Erklärung über die verschiedenen Typen von Stegüberwürfen, die wir mit der Software konstruieren können. Und dann zeige ich eben noch, wie man die dann genau konstruiert. So, zum Steg selber. Erst einmal natürlich die Fallanlage. Wie genau lege ich eigentlich einen Stegfall an in der Software? In der DentalDB gibt es dafür zwei verschiedene Worktypes, zwei verschiedene Rekonstruktionstypen. Einmal den Stegpfosten. Das sind natürlich die Pfosten vom Steg, meistens implantatgetragen. Deswegen aktivieren wir da meistens auch okklusal verschraubt einfach. Und es gibt eben auch entsprechend das Stegsegment. Das sind dann die, ja, die Stegsegmente. Ich denke, das ergibt sich, wenn man weiß, was ein Steg ist, relativ von alleine. Wichtig zu wissen ist natürlich, dass man für einen implantatgetragenen Steg natürlich auch nicht nur das Stegmodul, sondern auch das Implantatmodul braucht. Prinzipiell kann man die ganzen Stegteile aber auch ohne Implantate konstruieren, wenn man sie als irgendwelche Parallelwandigen-Retentionsteile oder sowas benutzen möchte. Wir haben jetzt hier einen Steg mit vier Implantaten, komplett verbunden. Die Verbinder geben auch an, dass es ein durchgängiger Steg ist. Wenn ich die Verbinder hier deaktiviere, kann ich auch mehrere einzelne Stege konstruieren. Und wenn das alles angelegt ist, wir haben hier nur ein Gipsmodell, keinen Antagonisten, dann starte ich einfach meine Konstruktion, wie immer. So, natürlich sehr interessant zu wissen beim Stegmodul ist, dass ich nicht irgendwo vorher festlege, was für eine Art von Steg ich genau konstruiere. Für die Software bedeutet das einfach, ich konstruiere einen Steg. Und wie genau der auszusehen hat, was für ein Profil der hat, welche Funktion der erfüllen soll, das liegt natürlich bei mir selber, je nachdem, wie ich den, aus welchen Teilen ich den zusammenbaue oder welche Profile ich auswähle. Da gehen wir später noch darauf ein. Es ist natürlich immer interessant, im Hinterkopf zu behalten, dass das Stegmodul auch so funktioniert, dass ich die Möglichkeiten habe, jede Form von Steg zu bauen. Aber wenn ich eine relativ simple Form baue, dann brauche ich die meisten Möglichkeiten davon natürlich gar nicht. In dem Fall haben wir jetzt hier mal Scan Bodies. Natürlich kann ich das auch anderweitig irgendwo in den Metadaten vom Scanner selbst übergeben lassen, welche Implantate ich habe. Aber ich fange jetzt hier mal mit der Erkennung an. Ich habe hier meine Auswahl an Implantatbibliotheken. Ich habe jetzt hier an den Favoriten natürlich genau das festgelegt, was ich brauche, damit ich nicht danach suchen muss. Und habe eben hier ganz simple Scan Bodies. Ich sehe hier einmal in der Vorschau, wie der Scan Body genau aussieht und den roten Punkt, wo ich dann auf dem eigentlichen Scan Body klicken muss. Der Wizard sagt mir auch genau, für welchen Zahn das gerade gilt. Wenn ich hier hingeklickt habe, kann ich auf Best Fit Ausrichtung gehen und dann wird das auch einfach schon direkt ausgerichtet. Das muss ich jetzt für jeden Zahn einmal machen. Interessant dabei ist natürlich, wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, während ich auf Best Fit Ausrichtung klicke, sehe ich auch farbkodiert, wie exakt der Scan Body und der virtuelle Ideal-Scan Body tatsächlich übereinstimmen. Je dunkler, umso besser. Blau bedeutet, das passt perfekt. Ich sehe hier auch farblich direkt markiert, welche Scan Buddies schon erfasst wurden, sodass ich nicht aus Versehen auf den gleichen zweimal drücke. Und ich kann im Zweifelsfall auch, falls der Scan Buddy zu tief in der Gingiva verschwindet und Teile vom Scan Buddy nicht erkennbar sind,
hier auf diesem Regler den virtuellen Scan Body kürzen, damit nur der obere Teil für die Position erfasst wird. Ist in dem Fall aber natürlich nicht notwendig. Jetzt kann ich meine Margin Lines festlegen von meinen einzelnen Implantaten. Das brauche ich aber nicht. Was ich jetzt aber gerne auch noch zeigen würde, ist der Fall, ich habe zum Beispiel jetzt noch ein Situationsmodell, ich habe eine Wachsaufstellung zum Beispiel, das macht man bei Stegen ja gerne mal, und habe zum Beispiel nicht dran gedacht, die jetzt vorher in der Dental DB anzulegen. Da kann ich jederzeit einfach in den Expertenmodus wechseln und kann in den Werkzeugen unter Mesh hinzufügen oder entfernen alle möglichen weiteren 3D-Objekte hinzufügen und kann mir hier beim Mesh-Typ genau aussuchen, was es eigentlich ist, was ich hinzufüge. Da habe ich als zweites direkt meinen Situ-Scan. Den lade ich jetzt hier einfach aus einer Datei. Und dann wird mein Wachs-Up einfach mit eingeladen. Das ist jetzt hier eine komplette Prothese, die aufgestellt wurde. Die ist aber natürlich nicht ausgerichtet, weil es einfach ein einzelner Scan ist. Okay. Wenn ich jetzt zurückwechsle in den Wizard-Modus, bin ich wieder im letzten Schritt, wo ich meine Margin-Lines festlege. Bei einem Steg würde ich hier bei den Implantaten gar nichts an Margin Line festlegen, sondern einfach weitergehen. Und jetzt wird natürlicherweise erstmal der nächste Schritt, dass ich mein Wachs-Up ausrichte. Das ist immer dann der nächste folgende Schritt, egal in welchem Wizard-Schritt ich war. Wenn ich ein Situationsmodell reingeladen habe, dann kann ich das im nächsten Schritt erstmal ausrichten auf mein Modell. Ich kann es hier manuell bewegen und drehen. Ich kann aber hier auch auf den Reiter automatisch wechseln. Und dann kann ich einfach Punkte auf beide Meshes klicken, dann sieht man diese Pfeile, die entstehen und kann das so einfach auf mein Arbeitsmodell ausrichten und wieder auf Best-Fit-Ausrichtung dafür sorgen, dass es möglichst perfekt übereinander gelegt wird. Da rechnet die Software einfach alle möglichen verschiedenen Positionen in ungefähr der Position, wie ich es jetzt ausgerichtet habe, nimmt mehrere hundert davon und berechnet jedes Mal, wie genau passt das tatsächlich übereinander und nimmt am Ende die Position, die am allerbesten davon gepasst hat. Da ich hier einmal das Modell und einmal das Modell mit einem Wachs-Up oben drauf habe, ist es natürlich relativ simpel für die Software, die perfekte Position zu finden. Wir sehen hier auch wieder farbkodiert. Dunkelblau bedeutet, das passt perfekt. Das heißt, das Modell passt perfekt übereinander. Und violett ist eben hier, das passt natürlich nicht, weil bei dem einen Modell die Aufstellung natürlich nicht dabei ist und bei dem anderen schon. So, dann komme ich wieder, sieht man direkt wieder zurück zu den originalen Schritten. Weiterhin meine Margin Lines, da klicke ich jetzt auch einfach auf Weiter, weil ich für diesen Steg keine davon festlegen muss. Ich könnte natürlich den kompletten Gingiva-Saum da auch festlegen. Dann habe ich einen Schritt für die Zahnplatzierung. Der ist nicht 100% notwendig für einen Steg. Natürlich kann ich den Steg auch einfach irgendwo hin konstruieren, aber es ist immer ganz nett, eine gewisse Orientierung zu haben. Ich habe jetzt hier zwar auch meine Aufstellung als Orientierung, die werde ich dafür auch eher nutzen. Ich kann theoretisch, wenn ich es später möchte, diese Zähne aber auch als Retention zum Beispiel an den Steg anfügen. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn die Zähne dann auch schon da stehen, wo ich sie auch eigentlich haben möchte. Auch der Initialvorschlag von dem Steg orientiert sich ein bisschen an der Aufstellung. Da ist es natürlich besser, ich habe die nicht irgendwo im Modell liegen. So, dann kann ich meine Abutmentböden generieren. Da ich keine Margin Lines festgelegt habe, brauche ich hier jetzt auch gar nichts zu machen und klicke hier einfach auch wieder auf Weiter. Und jetzt kommt es schon zu dem Schritt, wo der Steg berechnet wird. Man sieht, die Software macht basierend auf meiner Aufstellung erstmal einen groben Erstvorschlag. Die kann aber natürlich gar nicht wissen, was für eine Art von Steg ich konstruieren will. Es fühlt sich auch im ersten Moment ein bisschen an, als würde man erschlagen mit Optionen, weil so viele verschiedene Stege, so viele verschiedene Werkzeuge brauchen. Ich fange einfach mal relativ simpel an. Hier auf der rechten Seite ist das Profilefenster. Da kann ich mir alle möglichen Querschnitte von dem Steg selbst aussuchen. Wir haben jetzt hier einen Primärsteg, der einfach ein bisschen konisch ist. Der hat angulierte Seitenwände und der wird genauso hier in dem gesamten Steg auch erstmal durchgehend genutzt. Ich kann hier die Stegprofilparameter auch aufmachen und ein bisschen ändern, wie der genau gestaltet sein soll. Das ändert sich dann hier auch live. Wenn ich die Breite zum Beispiel ändere, sieht man direkt, das passt sich einfach direkt auf den ganzen Steg an. Ich mache hier einfach mal 2,5, damit er nicht ganz so dünn ist. Ich habe hier auch alle möglichen anderen Parameter und natürlich je nachdem, welches Profil ich auswähle, kriege ich auch nochmal verschiedene Rundungswinkel und so weiter, die auf dieses Profil angepasst sind, ergeben.
Interessant zu sehen ist, der ganze Steg besteht natürlich einfach aus Kontrollpunkten. Das ist auch im ersten Moment ein bisschen, kommt es einem viel vor. Ich habe hier im Wizard verschiedene Möglichkeiten, was ich genau gerade kontrollieren kann. Und da gibt es eben einmal die Möglichkeit, den Steg und die Pfeiler gleichzeitig zu bearbeiten. Ich kann aber auch nur den Steg oder nur die Pfeiler erstmal bearbeiten. Dann sieht man schon, werden das einfach weniger Punkte und ich habe ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was ich tue, wenn ich nicht ganz sicher bin, worauf ich hinaus möchte. In dem Fall gehe ich erstmal an die Pfeiler. Die sind jetzt hier sehr simpel gestaltet mit nur einem einzigen Kontrollpunkt, der die Dicke kontrolliert. Wenn ich eine Margin Line festgelegt hätte, also für meinen Abutmentboden hier den Gingiva-Saum eingezeichnet hätte, hätte ich jetzt hier auch mehr Kontrollpunkte. Aber in dem Fall möchte ich eigentlich nur sehr simple konische Pfeiler. Dafür ziehe ich das einfach ein bisschen rein. Es gibt natürlich eine Mindestdicke, die ich nicht unterschreiten kann. Aber die ist mir in dem Moment erstmal zu dünn, deswegen belasse ich es mal bei ungefähr dieser Form. Dann kommen wir zu dem Stegprofil selber. Ich wechsle mal hier auf Steg, dann kann ich die Pfeiler selbst gar nicht mehr bearbeiten. Ich persönlich bevorzuge das, ein paar mehr Kontrollpunkte an verschiedenen Stellen zu machen. Ich habe immer gerne an jeder Stelle, die für mich interessant ist, einen Kontrollpunkt in der Mitte. Man sieht das hier, diese grünen Punkte mit den Pfeilen, die kann ich hin und her bewegen, dann ändert sich direkt die Form von dem Steg entsprechend. Da habe ich immer gerne bei jedem Pfeiler einen in der Mitte und auf jeder Seite einen weiteren Punkt. Das mache ich hier jetzt mal konsequent so und lösche die dazwischen erstmal raus, dass ich eine relativ simple, gerade Stegform erhalte. Die kann man einfach, während man sie anfasst, um sie rumzuziehen, einfach auf Rechtsklick löschen, so wie bei jedem anderen Kontrollpunkt in der Software auch immer. Das ist erstmal eine grobe Orientierung, wie ich meinen Steg ausdehnen möchte, damit ich selbst den Überblick behalte. Das kann ich natürlich auch jederzeit anders angehen, in welcher Reihenfolge ich die Punkte hier bewege und setze. So. Ich denke, auf ungefähr so eine Form wird es hinauslaufen. Ich werde in diesem Fall auch Lokatoren einsetzen. Und man sieht das hier auch schon, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, ich habe den Punkt in der Mitte bewegt und dabei die Shift-Taste gehalten, dann bewegen sich die beiden Nachbarpunkte direkt auch einfach mit. Dann kann ich ein ganzes Trio an Punkten auf einmal bewegen. Interessant ist jetzt natürlich auch meine Aufstellung mit zu beachten. Die sieht ungefähr so aus. Das heißt, ich weiß, ich muss hier schon relativ weit nach vestibulär und ich kann den Steg auch in seiner Einschubrichtung verändern, wenn ich möchte, dass das alles ein bisschen mehr von frontal eingeschoben werden kann, ist ja auch leichter für den Patienten. Kann ich hier jederzeit entweder zum Beispiel diesen Pfeil bewegen oder ich kann meinen Steg nach der Blickrichtung ausrichten. Ich mache das jetzt hier mal mit dem Pfeil und kippe den in diese Richtung. Dann wird der ganze Steg, sieht man gleich, auch angepasst und hat jetzt eben eine viel schrägere Einschubrichtung. So, das Profil von dem Steg bleibt weiterhin relativ gut erhalten, also die Höhe von den 4 mm. Kann ich zwar unterschreiten, indem ich den Steg niedriger mache. Das wird an der Gingiva automatisch abgeschnitten. Das kann ich natürlich auch deaktivieren. Aber es ist eine ganz gute Orientierung, dass hier genau auf der Mitte diese rote Linie sitzt und ich sehe schon, ob der Steg plötzlich viel kürzer oder länger geworden ist. Was mich jetzt natürlich auf den ersten Blick stört, ist, dass dieser Steg sehr eckig ist. Das möchte ich in dem Fall nicht haben. Ich habe hier auf Erweitert die Möglichkeit, den ganzen Steg rund zu gestalten. Dann sieht das alles schon ein bisschen gefälliger aus. Und jetzt suche ich mir Stellen, wo ich meine Lokatoren einsetze. Das würde ich zum Beispiel einmal hier hinten machen. Dafür setze ich persönlich jetzt einfach mal ein paar mehr Kontrollpunkte rein, wieder 3 Stück. Einfach nebeneinander. Und bei den Kontrollpunkten gibt es auch ein bisschen den Clou, dass diese Pfeile hier, die kann man anklicken. Und dann werden die Punkte miteinander verbunden. Und man sieht schon, dann wird es plötzlich eine gerade Ebene, die genau in Richtung meiner Einschubrichtung ist. Das heißt, ich habe einen Steg. In dem Fall ist es jetzt natürlich von der Position ein wenig ungünstig, aber so ist es ja oft bei Stegen. Aber ich habe jetzt hier eine Stelle, bei der ich weiß, die ist exakt rechtwinklig zur Einschubrichtung. Das heißt, da kann ich meine Lokatoren am Ende gut platzieren. So, was ich eben auch machen kann, ist dann hier einfach an diesen äußeren Pfeilen ziehen und mir ein bisschen eine breitere Stelle erschaffen. Und darauf werde ich das dann so platzieren. Kann natürlich meine restlichen Kontrollpunkte auch ein wenig bewegen, damit das alles ein wenig gefälliger aussieht. Ich möchte ja, dass es zumindest auf der Oberfläche nicht ganz so eine Berg- und Talfahrt wird, lässt sich aber natürlich nicht immer verhindern. Dasselbe gehe ich hier vorne auch einfach an. Ich platziere einfach wieder Kontrollpunkte, indem ich die Steuerungstaste drücke und drauf drücke auf den Kontrollpunkt.
und aktiviere diese blauen Pfeile und schon sind die einheitlich eine Fläche rechtwinklig zur Einschubrichtung. Dann kann ich zum Beispiel einen Lokator dann genau hier platzieren und noch einen dritten hier auf der Seite. Und wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich die Shift-Taste drücke, kann ich drei Punkte auf einmal bewegen und ich kann so auch gleichzeitig für mehrere Punkte den blauen Pfeil aktivieren. Ich habe mit Shift gedrückt, hier auf den Pfeil gedrückt und dann wurden beide Nachbarpunkte direkt mit aktiviert. So, ich ziehe das mal wenig tiefer. Ich will ja natürlich meine Mindestdicke einhalten. Das ist schön, das ist nicht unbedingt die ideale Situation. Das macht das Ganze in meinen Augen sehr viel realistischer. Ich kann hier den Pfeiler natürlich auch wieder einfach kleiner machen. Und jetzt würde ich hier bei den Pfeilern selbst beim Steg auch ein wenig Masse wieder draufbauen, damit das alles ein wenig verrundeter rauskommt am Ende. Wenn ich denke, die Einschubrichtung ist mir jetzt doch ein ganz klein wenig zu extrem, kann ich die natürlich auch jetzt im Prozess noch ändern. Das mache ich jetzt auch nochmal, mir ist das ein bisschen zu stark. Und man sieht, der ganze Steg hat sich jetzt ein wenig gekippt, jetzt sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich kann auch jederzeit, wenn ich denke, ich möchte die genaue Einschubrichtung nochmal wirklich sehen, hier im Ein- und Ausblendenfenster auf meinen Steg, mein Stegprofil mit rechts klicken und meine Ansicht drehen auf genau die Einschubrichtung. Dann sehe ich genau aus der Einschubrichtung des Steges die Situation. Ich mache mir dann gerne nochmal hier eine neue Ansicht unten rechts und speichere mir das so, damit ich da jederzeit drauf zugreifen kann. So. Den habe ich noch vergessen weiterzuziehen. So. Dann noch an meinen Pfosten ein bisschen. Es ist, wie man sieht, jetzt ein relativ simples, schnelles Stegdesign. Wir wollen uns ja auch noch mit den Überwürfen beschäftigen. Und ich kann hier natürlich die endständigen Stellen auch. Ja, bitte? Ich hätte noch eine Frage. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht hast du es schon gezeigt und ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Hier war jetzt eben die Frage auch auf Englisch. Es geht um den Einschub der Pillars. Hast du gezeigt, dass man da eine zusätzliche Kurve machen kann? Habe ich noch nicht gezeigt. Hätte ich jetzt tatsächlich in dem Fall auch gar nicht gemacht, aber zeige ich natürlich sehr, sehr gerne. Das ist richtig. Ich denke, viele kennen das gar nicht. Das ist wahr, ja. Ich kann hier bei diesen Pillars jederzeit auf Erweitert gibt es eine Option, meinen Pfeilerwinkel einzustellen. Und hier steht extra über orangefarbener Linie. Das ist natürlich kurz erst irritierend, weil hier gibt es keine orangefarbene Linie. Wenn ich meine Steuerung und Shift-Taste gleichzeitig drücke und auf den Pfeiler klicke, dann muss ich natürlich auch die Pfeiler bearbeiten dürfen. So. Dann kommt eine Frage, ob ich eine Kontrollkurve hinzufügen möchte. Und dann habe ich hier eine weitere Kontrollkurve. Und die kann ich nutzen, um sie nach außen zu ziehen oder nach innen. Und über dieser Kontrollkurve ist der Winkel von dem Pfeiler jetzt jederzeit zum Beispiel hier 2 Grad, kann ich natürlich auch stärker drehen oder schwächer, je nachdem. Ob ich das in dem Fall hier möchte, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich kann es aber auch genau andersrum machen, dass zum Beispiel hier entweder ein Knick drin ist oder ich kann natürlich auch einen invers-konischen Pfeiler damit erstellen. Wichtig ist zu erwähnen hier, dass dann der Bereich oberhalb dieser Kurve, der folgt im Grunde dem Einschub des Steges. Das heißt, der konische Winkel, der hier definiert wird, der Winkel ist größer als das, was angegeben wird. Wünscht man das Ganze jetzt beispielsweise parallel, dann müsste man den Winkel auf 0 angeben. Und die oberen Kurven, da macht man am besten 2, 3, 4 Punkte nach oben hin an den Pillar. Und dann kann man mit Control die oberen Kurven komplett nach außen ziehen. Und dann wäre dieser Bereich wirklich komplett parallel zum Steg. Genau, das sieht man hier in dem Fall auch ganz gut, wie über der Kurve plötzlich dieser Knick entsteht, der in die Richtung des Steges selbst deutet. Also die Außenwand des Pillars deutet in Richtung des Steges selbst, versucht aber natürlich die Mindestdicke zu dem Schraubenkanal noch einzuhalten. Da sieht man auch hier oben, wie ungleich geformt, der dadurch automatisch wird. Ich entferne in dem Fall die Kurve jetzt aber wieder. Ich dachte, ich würde sie entfernen, dann eben nicht. So. Control, Shift links und rechts, um sie zu entfernen. Ach ja, natürlich. So.
Jetzt muss ich kurz schauen. Ja, ich bin hier soweit durch. Und was ich gerne mit den Pfeilern auch mache, ist, ich kann die ja in der Höhe verändern und ich kann die auch gerne bis unterhalb des Steges schieben. Der Schraubenkanal wird trotzdem hier am Ende durchgestanzt, sodass ich einen gleichmäßigeren Übergang von allen kriegen kann. So, und dann kommen wir auch schon erstmal zu der Unterseite des Steges. Das ist natürlich interessant. Ich habe hier diese violetten Pfeile unten an der Seite des Steges. Wenn ich nach unten ziehe, sieht man, der wird einfach verlängert auf das Zahnfleisch hin und natürlich am Zahnfleisch abgeschnitten. Das kann ich hierbei erweitert auch einstellen, wie groß dieser Abstand sein soll. Es kann auch ein negativer Abstand sein. Das heißt, ich kann einen gewissen Druck auf das Zahnfleisch auch damit erschaffen. Und natürlich, wie immer, wenn ich Steuerung drücke oder Shift, werden auch Nachbarpfeile mitbewegt. Bei Stegen interessant ist, wenn ich Steuerung und Shift gleichzeitig drücke, werden sämtliche von den gleichen Kontrollpfeilen auf dem gesamten Steg gleichzeitig bewegt. Das ist natürlich normalerweise bei Kontrollkurven nicht so, weil wir normalerweise kleine Margin Lines oder eben hier wie die Pfeiler haben, wo nur eine relativ begrenzte Zahl an Kontrollpunkten ist. Bei einem Steg, wo ich ein riesiges Objekt mit sehr viel Kontrolle habe, habe ich natürlich drei verschiedene Modi, um eine gewisse Menge an weiteren Kontrollpunkten gleichzeitig zu bewegen, damit ich da flexibel bleiben kann. Ich will ja nicht immer den gesamten Steg verformen, sondern manchmal auch nur Bereiche davon. So, für unsere Lokatoren gehe ich hier in den Geschiebetab. Und in dem Fall brauche ich ja eigentlich nur die Lochansätze für die Lokatoren, die am Ende rein gefräst werden, wo dann meistens ein Schraubengewinde oder dergleichen reingefräst wird. Da brauche ich ja nur wirklich die Position von denen. Da habe ich hier mehrere Auswahlmöglichkeiten: Attachment, Bolted, Visualizer und Retention. Attachment sind eben einfach alle Formen von angefügtem Geschiebe. Bolted ist alles, was rausgeschnitten wird, was in dem Fall ist, was ich möchte. Ich könnte natürlich einfach Löcher durch meinen Steg stanzen, um irgendeine Retention für den Kunststoff zu erschaffen. Ich habe hier aber eben auch unter anderem verschiedene Lokator-Bibliotheken. Hier ist zum Beispiel eine dabei. Bei der Rhein 83 habe ich hier so, ich muss selbst erstmal kurz gucken. SleeveSpacer in dieser Form. Ja, ich denke, das ist genau der richtige dafür. Äquator ist seitlich, der ist auch nicht schlecht, ja. Ich habe hier die Bibliothek für meinen Lokator. Dann sieht man in der Mitte, ist ein bisschen schwer hier zu erkennen, einen blauen Punkt. Und wenn ich hier auf Zentrum klicke, orientiert er sich genau am gesetzten Zentrum dieses Lokators. Und dieser Punkt ist am Ende mein Kontrollpunkt, an dem ich das bewege. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt hier außen ansetze und hier klicke, dann wird dieser Punkt genau an der Seite, wo ich geklickt habe, auch festgelegt von dieser Geometrie. Und wenn ich das ins Zentrum lege, ist der Punkt exakt in der angegebenen Mitte. Es ist ein bisschen unter der Ansatzkurve von dem Lokator um selbst. Und es hat auch ein ganz ist auch ganz sinnvoll so, weil wenn ich jetzt klicke, wird der das ist die falsche Bibliothek, merke ich. Hier ist einmal die Kappe. Genau, hier ist es. Kann ich einfach hier klicken und dann wird es auch genauso platziert, dass das auf Ansatz in dem Steg ist mit einer kleinen, mit einem kleinen Einschnitt, der am Ende hier ein Loch entstehen lässt auf dem Steg selber. So, wenn ich den hier platziere, kann ich auch das Ding komplett frei bewegen tatsächlich. Aber ich habe hier oben einen grauen Punkt und wenn ich den anklicke, springt es das so, dass der Kontrollpunkt verbunden ist zu dem Steg. Ich kann es dann zwar noch bewegen, die Höhe bleibt aber gleich. Ich kann es quasi nicht raus oder reinschieben, sodass ich auf jeden Fall die richtige Position am Ende habe. Wenn ich jetzt hier auf mein Profil nochmal gehe und auf zum Beispiel Vorschauergebnis klicke, dann sehe ich schon mal, wie der Steg ungefähr am Ende rauskommt. Und dann sehe ich, das wird so aussehen hier. Das heißt, ich habe hier einen geringen Einschnitt, wo am Ende genau die Position gefunden werden kann. Diese torische Form am Ende wird von der Fräsmaschine dann einfach zum Beispiel als das Schraubengewinde festgelegt. Und ich habe so genau meinen Lokator, wo ich ihn haben möchte. Interessant ist jetzt natürlich auch, ich kann ja hier sehen, wie hoch sitzt der, wie tief schneidet der ein. Wenn ich jetzt das Profil von dem Steg bewege, bewegt er sich automatisch auch mit. Das heißt, die Höhe bleibt absolut korrekt in dem Fall. Das ist aber, oh ja. Da war jetzt eben noch eine ganz interessante Frage, die könntest du gleich vielleicht mit einbauen, da wo du denkst, wo es am besten geht.
Wenn wir es jetzt machen, dann wird man wahrscheinlich den Steg komplett kaputt machen. Und zwar war die Frage, ob man die obere Seite oder die okklusale Fläche des Steges auch irgendwie abflachen kann. Ich weiß jetzt nicht, hast du mal das Advanced Profile Editing gezeigt, oder? Ich habe es jetzt noch nicht gezeigt, das wäre Okay, mir jetzt das schon zu kannst du. weit gegangen für das Webinar, aber Ach so, okay. Ja, kannst vielleicht gleich einmal ganz kurz zeigen, halt, wie man dann mit Control und Shift dann einen Punkt, also sprich eine Linie am ganzen Steg verändern kann oder halt auch individuell in einem Na Bereich. klar, das kann ich gerne machen, ja. So, bevor ich damit weitermache, aber noch eine kurze Info zum Platzieren von den Lokatoren. Ich habe ja extra hier diese Flächen erstellt, die auch im rechten Winkel zur Einschubrichtung des Steges angelegt sind. Und man sieht hier oben drauf diese Linie, die gibt an, wie stark weicht der Winkel ab. Und ich sehe hier einen Bereich, der grün ist. Das heißt, hier ist genau der Bereich, an dem ich es am besten platzieren kann. Und weiß dann, jetzt habe ich wieder vergessen, auf den Zentrum-Button zu klicken, und weiß dann genau, dass die Position hier richtig gewählt ist, um diese Rechtwinkligkeit am Ende zu bekommen. So, das mache ich hier drüben auch nochmal. Es ist natürlich gerade jetzt mit den Teilen auch interessant, nochmal meine Aufstellung einzublenden und zu gucken, wie ist der Platz in Bezug auf die Lokatoren. Und kann natürlich auch jetzt trotzdem das Profil noch weiter bearbeiten. Zum Beispiel hier, wenn ich denke, das ist mir zu weit ausgedehnt, kann ich das auch nochmal ein bisschen dünner zum Beispiel machen. So, jetzt zeige ich mal diese ein bisschen erweiterten Sachen, worum es gerade auch ging, um zum Beispiel das Profil zu bearbeiten. Damit werde ich den Steg wahrscheinlich gnadenlos zerstören, aber das sehen wir dann. Man kann es ja immer rückgängig machen. Ich kann natürlich auch den Steg individuell so anpassen. Zum einen, ich glaube, das ist auch ein bisschen, worauf sich die Frage bezog, das erkläre ich ganz zuerst. Kann ich natürlich einen Steg haben, der eine Einschubrichtung hat, aber die obere Fläche hat einen anderen Winkel. Zum Beispiel einen Steg, der sehr schräg steht, aber die obere Fläche ist einfach gerade. Kann ich damit festlegen, dass ich meine Blickrichtung zum Beispiel nach meiner Einschubrichtung festlege? Oder die Einschubrichtung nach der Blickrichtung, so rum ist es richtig. Und hier ist dieser Haken nach Ebene. Das heißt, eigentlich wird die Einschubrichtung nach einer Ebene festgelegt, hier so. Das ist einfach quasi die obere Seite der Einschubrichtung. Die kann ich jetzt aber eben auch komplett ändern und kann zum Beispiel hier auf diesen Fall sagen, ich möchte, dass die Oberseite eine andere Richtung hat als meine Einschubrichtung. Und kann dann alle Punkte quasi an diese Richtung festlegen. Da sieht man auch schon, wie das hier oben gerade abgeschnitten ist, sofern möglich. Hier in den Bereichen, wo ich die Lokatoren festgelegt habe, hab ich das ja natürlich ein bisschen deaktiviert, aber habe eine andere Einschubrichtung als das. So, das mache ich gerade mal ein bisschen rückgängig. Das ist ja nicht, was ich wollte. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, meine Profilbearbeitung zu erweitern. Man sieht schon, wie sehr ich den Steg jetzt einfach gnadenlos zerstört habe damit, weil jetzt natürlich keine Richtung mehr stimmt. Meine Lokatoren jetzt natürlich komplett irritiert sind. Ich kann hier auch mein Profil noch mit erweiterter Profilbearbeitung nochmal extremer individuell ändern. Ich kann zum Beispiel hier festlegen, manche Bereiche sollen stattdessen eckig sein oder rund. Und ich kann auch, wenn ich hier an so einen Bereich ganz nah rangehe, sehe ich diese gelbe Kurve in jedem einzelnen Bereich. Und da sieht man hier, ist an der Ecke oben ein Kontrollpunkt, den kann ich natürlich auch individuell bewegen und festlegen. Das ist allerdings schon sehr fortgeschritten, wäre ich sehr vorsichtig. Und auch hier kann ich mit Steuerung Shift weitere Kontrollpunkte festlegen an meiner Kurve und kann den Steg komplett individuell ändern, wie ich möchte. Ich kann dabei natürlich auch Fehler machen, ich kann das auch durch sich selbst schneiden, da muss ich schon sehr vorsichtig sein. Und auch hier wieder kann ich mit Steuerung Shift diesen Punkt so bewegen, dass er zum Beispiel über den gesamten Steg hinweg auch bearbeitet wird oder eben nur in bestimmten Bereichen und kann mir hier theoretisch mit unendlich vielen Punkten, wenn ich möchte, ein komplett individuelles Profil auch einfach festlegen. So, das machen wir auch gerade mal alles wieder rückgängig. So, dann sind meine Lokatoren noch richtig? Ich glaube, nicht so ganz. Ich lege die einfach nochmal neu fest.
Es passt jetzt natürlich auch nicht mehr, weil ich die Einschubrichtung geändert habe. So ist das Leben leider. Es kommt davon, wenn man zu fortgeschrittene Sachen mittendrin nochmal zeigt. Aber ich denke, das Prinzip bleibt damit klar. Ignorieren wir die Bereiche hier an den Seiten einfach mal und gehen weiter. Das merkt die Software aber auch. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Der letzte Schritt für den Steg, der ist natürlich dann auch wieder wichtig, ist das Freiformen, wo ich den gesamten Steg freiformen kann. Da sehe ich halt eben hier auch genau die Bereiche, wo die Lokatoren jetzt rausgeschnitten wurden. Hier, wie gesagt, in den Seiten wegen der vielen Änderungen jetzt natürlich nicht mehr richtig. Und dann kann ich hier den Steg auch nochmal komplett zum Beispiel glätten bearbeiten. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich an Stellen, wo es mir wichtig ist, nicht die Parallelwandigkeit des Steges verletze oder eben die Konizität. Kann aber prinzipiell den gesamten Steg, wie ich es möchte, einfach frei bearbeiten. Ich sehe auch genau, wo meine Schraubenkanäle rauskommen am Ende und kann das dann eben schlussendlich auch einfach alles zusammenfügen lassen. Und das ist prinzipiell das Stegmodul. Natürlich hat man gesehen, da sind noch eine Menge Werkzeuge und Tools. Ich habe ja auch noch ein paar von den erweiterten Sachen jetzt gezeigt, mit denen man alle möglichen Formen von Stegen machen kann. Und es gibt da eigentlich keine Grenzen, welche Stege man bauen kann. Da muss ich ein bisschen raussuchen, welche Tools dafür natürlich Sinn ergeben. So, ich denke, mit den Primärstegen prinzipiell bin ich damit erstmal fertig. Und jetzt sollten wir uns mit den Überwürfen beschäftigen. Prinzipiell ist es natürlich am allersinnvollsten, wenn man einen Primärsteg gebaut hat, dass man den dann auch fertigstellt, eine Anprobe macht, das Ganze neu einscannt und darauf einen Überwurf konstruiert. Ich denke, die wenigsten Leute werden imstande sein, einen Steg komplett fertig zu fräsen oder drucken und gießen und auf der Konstruktion vorher schon ihren Überwurf zu machen. Und das passt am Ende dann auch tatsächlich perfekt, würde ich einfach mal von abraten. So, bezüglich der Überwürfe, da habe ich mal eine kleine Präsentation auch. Wir haben bei den Überwürfen verschiedene Möglichkeiten, was wir eigentlich konstruieren können. Wir können einen simplen Stegüberwurf gestalten, den wir auch als Rekonstruktionstyp Stegüberwurf genannt haben. Oder wir können eigentlich fast jede Art von Rekonstruktion auch implantatgetragen auf gescannter Unterkonstruktion, zum Beispiel Steg, gestalten. Was heißt das jetzt genau im Unterschied? Auf gescannter Unterkonstruktion ist eben, wie man hier oben rechts sieht, auch bei den implantatgetragenen Optionen zur Auswahl. Das ist schon seit Valletta, denke ich, zur Auswahl. Also schon seit über 2 Jahren. Das kann man einfach bei einem Offset-Käppchen zum Beispiel auswählen oder bei einem anatomischen Käppchen. Und dann wird das Ganze über einen Steg drüber konstruiert. Das ist, wenn ich ein Offset-Käppchen auswähle, kann ich damit einen ganz normalen Mindestwandstärke-Überwurf über meinen Steg gestalten, den ich halt am Ende zum Beispiel in eine Prothese einarbeiten kann. Wenn ich wiederum anatomische Käppchen auswähle und eine virtuelle Gingiva anlege, dann kann ich tatsächlich einen prothesenförmigen Überwurf bereits gestalten. Ich muss die Zähne dafür nicht schrumpfen, aber ich kann das zum Beispiel nutzen, um Provisorien oder Anproben zu machen. Ich kann das Ding aus einem Kunststoff komplett fräsen oder aus Metall als komplette Metallbasis und die nur verblenden. Das ist alles möglich. Und jetzt mit der Version Plovdiv ist eben auch der Rekonstruktionstyp Stegüberwurf direkt verfügbar. Den kann man sich dann hier konkret auswählen. Und damit mache ich eigentlich auch nur einen Mindestwandstärke-Überwurf über meinen Steg. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine gewisse Basisausdehnung noch mitzugestalten, die Abstand zum Modell hat und damit eine Retention für meinen Kunststoff bietet. Das ergibt sich, wenn ich das in der Konstruktion zeige, gleich ein bisschen mehr. Hier ist nochmal eine kurze Übersicht über die drei im Vergleich. Die zwei links gehen bereits seit Valletta. Man kann das eben einfach mit dem Implantattyp auf gescannter Unterkonstruktion gestalten. Ganz rechts haben wir eben diese neue Stegüberwurf-Substruktur, die seit Plovdiv verfügbar ist. So. Das mache ich dann auch gerade mal wieder aus und lade mal einen von den Fällen, um einfach mal den Workflow zu zeigen. Ich nehme als erstes mal den neuesten, der jetzt seit Plovdiv verfügbar ist. Der ist ja natürlich direkt am interessantesten. Es ist jetzt hier einfach der Rekonstruktionstyp Stegüberwurf. Das Material ist Metall. Wir haben jetzt einen Situationsscan, muss man aber nicht unbedingt haben. Und gehe damit in meine CAD-Konstruktion über. In dem Fall ist mein Pre-Op-Model einfach nur die Kauflächen von der alten Prothese oder
Vor meiner Aufstellung brauche ich ja eigentlich nicht viel mehr als Orientierung. Ich habe jetzt hier auch, sieht man, ein gescanntes Modell von einem Steg obendrauf. Das ist jetzt auch wieder eine sehr simple Konstruktion auf Implantaten. Wenn ich jetzt weitergehe, berechnet mir die Software automatisch bereits ein komplettes Ausblockmodell, auf dem ich arbeiten kann. Ich kann natürlich die Löcher hier von dem Modell auch vorher schließen, das ist relativ gleich. Und man sieht jetzt hier schön in der blauen Farbe, wurde von der Software automatisch in der Einschubrichtung einfach gerade runter alles ausgeblockt. Ich kann die Einschubrichtung auch hier jetzt nochmal ändern, mit Ausblickrichtung quasi. Einfach anklicken, aber ich denke, die ist für den Fall ganz gut. Da wurden auch nur alle Unterschnitte simpel ausgeblockt. So, ich kann jetzt meinen Präparationsrand für, also Präparationsrand eher meinen Stegausdehnungsrand für meine, für meinen Überwurf einzeichnen, indem ich hier einfach Punkte an dieser Kante klicke. So, ziemlich simpel. Und dann wird meine Ausdehnung genau erkannt. Das ist genau wie eine Präparationslinie. Kann ich natürlich auch wie immer ändern und zeichnen, wenn ich das möchte, aber sehe ich jetzt hier gerade keinen Grund für. So. Das Schöne an dem Modul ist, dass ich selber relativ wenig eigentlich machen muss, sondern das meiste von der Software berechnet wird. Dann kriege ich hier meinen Überwurfboden, also quasi genauso wie den Kronboden, einfach genau die Ausdehnung des Kontaktes von den beiden Metallteilen aufeinander, also von meinem Überwurf auf meinen Steg. Das ist jetzt hier ein einheitlicher Spalt über das gesamte Objekt. Den kann ich auch genauso wie einen Zementspalt einfach ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass die unteren 3 mm wirklich konkret anliegen oder sowas. Kann ich natürlich wie immer auch mit Pinseln ändern und das nochmal konkreter höher ziehen zum Beispiel, wenn ich wirklich weiß, das ist ein wenn es ein bisschen konischer Steg ist zum Beispiel, oder ich weiß, dass meine Fräsmaschine die Parallelwandigkeit extrem gut ausarbeiten kann, kann ich das natürlich auch so machen, dann wird der Kontakt nochmal ein bisschen stärker. Das kann ich genauso aber auch nutzen, um zum Beispiel okklusal, wenn es ein konischer Steg ist, kleine Stops auch einzubauen, zum Beispiel, indem ich einfach hier an den Stellen, wo ich weiß, dass es am Ende auf jeden Fall aufliegen soll, nochmal ein bisschen den Bereich einzeichne, in dem mehr Kontakt entsteht. Kann ich natürlich wie immer individuell für jeden Steg gestalten. Und auch eine Möglichkeit, ich kann auch weitere Bereiche hinzufügen, wo ich selber festlege, wie stark die ausgeblockt werden. Da kann ich mir eben auch einen Bereich festlegen, der tatsächlich ein bisschen mehr Zwischenraum dann zeigt und kann mir zum Beispiel bei meinen Schraubenkanälen schon mal ein bisschen mehr Platz geben, wenn ich weiß, die müssen beim Steg am Ende ja ohnehin irgendwie mit Kunststoff aufgefüllt werden. Und es kann natürlich sein, dass der oben ein bisschen rausragt. Dann ist es sinnvoll, wenn der Überwurf ein klein wenig mehr ausgeblockt ist an den Stellen. So, wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich auch wieder einfach weiter und lasse die Software wieder komplett erledigen, was eigentlich erledigt werden muss. Was in dem Fall jetzt passiert, ist, dass genau die Mindestdicke von meinem Überwurf eben berechnet wird. So, jetzt habe ich die Einschubrichtung von meinem Gesamtsteg außerhalb des eigentlichen Kontaktes zum Steg. Das heißt, für den gesamten restlichen Anteil würde ich es nennen, also die gesamte extra Ausdehnung, die ich als Retention für den Kunststoff verwenden kann, um die Basis damit zu stützen. Das funktioniert auch genau wie wie eine Schienenunterseite, dass ich einfach meine Einschubrichtung festlege und das Ganze berechnen lasse. Ich habe hier wie immer Parameter. Hier ist natürlich extrem interessant, ich habe einen Parameter für den Abstand, den hätte ich jetzt wahrscheinlich vor dem Berechnen einfach mal hochdrehen können, weil das ist in so einem Fall natürlich viel interessanter. Sämtliche Bereiche außer dem, den ich jetzt in den vorherigen Schritten festgelegt habe, werden damit jetzt ausgeblockt. Sieht man jetzt hier auch so schön in blau. Und wenn ich jetzt hier den Abstand eben hochdrehe auf einen höheren Wert, aktualisiere ich das einfach mal, kriege ich quasi die Basis für meine extra Ausdehnung, für meine Basisunterstützung. Und die hat dann einen Abstand von 0,5 mm zu meinem eigentlichen Modell. Und das kann ich dann nutzen, um zum Beispiel den Überwurf aus Metall zu gestalten und habe trotzdem noch Platz für Kunststoff, der basal dann angefügt werden kann. Da ist natürlich je nachdem, ob ich das jetzt opakieren möchte oder nicht, 0,5 mm vielleicht ein bisschen wenig, aber ich kann das ja hochdrehen. Auch man sieht ja, wie viel Platz hier noch bei dem Regler ist, um da sonst was für einen hohen Abstand draus zu machen am Ende.
So. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann kann ich genau diese Ausdehnung hier jetzt auch manuell selbst einzeichnen. Das kann ich ein bisschen weiterziehen als den Überwurf selber. Da lasse ich gerne dann so quasi eine kleine Kante um den Überwurf herum stehen. So, beendet das wie immer Doppelklick. Es wird hier eine Basis einfach generiert. So, sieht einfach so aus. Sehr simples Design. Jetzt gehe ich weiter. Jetzt wird das Ganze schon berechnet. Also, wie man sieht, muss ich selber eigentlich relativ wenig machen in diesem Modul. Das ist sehr angenehm. Gibt es währenddessen zum Beispiel schon irgendwelche Fragen, während das gerade berechnet? Nein, es ist gerade Oh, sehr ruhig. keine Fragen. Ja, Wow. also eben Genau. bei der Konstruktion des Primärteils, da haben wir einige Fragen gehabt. Einige auch, eine auch, wo ich nicht ganz sicher war, ob ich sie ganz verstanden habe. Da ging es darum, als du den Locator gesetzt hast, wurde Ja. gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass auch man die Kappe quasi nutzen kann, um halt oben schon eine flache Fläche für die Kappe quasi aus dem Steg auszustanzen. Ich gehe mal davon aus, so habe ich die Frage verstanden. In der Theorie, ja, ist das möglich. In dem Fall, so habe ich es früher gemacht, als ich noch woanders gearbeitet habe, da haben wir ein Attachment so designt, dass es quasi das Gewinde vom Locator beinhaltet hat, aber auch schon oben die Kappe. Und die wurde dann ganz leicht so ein Zehntel Millimeter in den Steg rein versenkt und dabei wurde dann quasi eine Aussparung aus dem Steg ausgefräst. Also das ist möglich. Es hängt halt alles vom Design der Attachments ab. Was noch nicht geht, ist, um vielleicht noch weiter auf die Frage einzugehen, dass man beispielsweise das Primärteil und das Sekundärteil eines Locators oder Attachments oder was auch immer gleichzeitig im Steg nutzt oder halt als den Visualizer nutzt, um auch irgendwie eine Aussparung zu machen oder als Platzhalter nutzt und so weiter. Aber dazu gibt es auch schon ein Ticket intern und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann haben werden. Genau. So, ich habe jetzt hier nebenher, der Überwurf wurde fertig berechnet. Ich habe hier mal eine Da kommt Querschnittansicht gerade eine dafür Frage aktiviert. rein. Oh Werden ja. noch Retentionen angebracht? Da An den kannst Überwurf du. hier. Kann, ja, Genau. können wir auf jeden Fall noch machen. Okay, das Ich wollte nur okay. kurz Dann lasse zeigen, ich dich weiterarbeiten. wie der Querschnitt von dem Überwurf aussieht. Wir haben jetzt hier quasi in unseren eigentlichen Primärsteg. Außenrum die Mindestdicke wurde einfach als Material angelegt. Und hier eine kleine Ausdehnungskante, die Abstand zum Modell hat, so dass ich hier am Ende Kunststoff anbringen kann, der genau um das Ganze drumherum greift. So, ich habe jetzt hier noch einen Freiformschritt. Da kann ich den ganzen Steg wie immer halt auch einfach nehmen und bewegen und wie immer freiformen, auch mit meinen Pinseln und so weiter, wenn mir irgendwas nicht gefallen sollte. Wie hier, wenn ich sage, diese Kurve ist mir irgendwie zu stark oder gibt ja alle möglichen Sachen, die man ändern kann. Und ich kann eben auch noch Geschiebeteile anfügen. Und das ist genau bezogen auf die Frage, die gerade kam, sehr interessant. Das ist jetzt vielleicht bei der Form von Steg nicht 100% sinnvoll. Aber wir haben jetzt hier auch Ringretention, Donut Retentions, haben wir die einfach mal getauft. Und das sind Retentionen, die sehen einfach so aus. Das ist ein ganz simpler, einfacher Ring. Da kann ich auch mehrere in der Reihe auswählen, zum Beispiel zwei Stück auf einmal. Und die einfach mit einem Klick hier anfügen, auf Steuerung, wie immer drehen. Auf Shift und Steuerung auch einfach kippen. Man kann so solche Retentionsringe hier hinten ganz einfach anfügen. Dann sage ich anwenden. Die sind auch verfügbar seit der Plovdiv-Version. Dann sind die hier angefügt.
Dasselbe hier auf der anderen Seite, um es einfach nochmal zu zeigen. Auf Steuerung werden sie einfach in der Achse gedreht. Auf Shift und Steuerung in jede Richtung gleichzeitig. Wie jedes andere 3D-Objekt auch in der Software. Einmal auf Anwenden und ich habe meine Retention. Ich kann natürlich auch jede andere Form von Retention, die ich als Datei verfügbar habe, anfügen. Ich kann auch einfach parallele Stifte zum Beispiel anfügen. Ich kann unter meiner Aufstellung zum Beispiel gezielt Retention für die Zähne anfügen und so weiter, wenn ich das möchte. Ist alles als Geschiebe möglich. Oder ich kann es natürlich auch mit Freiform selber bauen, wenn ich es möchte, aber das ist ein bisschen zu viel Arbeit, denke ich. So, das ist die eine Form von Überwurf. Ich zeige jetzt noch eine andere Form, die auch schon seit der Version Valletta gegangen ist. Der hier ist ja, wie gesagt, erst seit Plovdiv verfügbar. Der berechnet jetzt natürlich nochmal die komplette fertige zusammengematchte Konstruktion. Hier kann man jetzt auch noch hinzufügen, wo du gerade Plovdiv angesprochen hast. Die Funktionen oder die Varianten, die in Valletta schon möglich waren, die waren damals noch als Beta-Funktion zu nutzen. Und da hat es auch noch, was die Berechnung des Aus oder sagen wir, das Ausblockverhalten und der Zementspalt, da hat es noch hier und da ein paar Schwierigkeiten gegeben. Also da wurden zum Beispiel ganz scharfkantige Stege oben nicht genug ausgeblockt und so weiter. Das sind alles Sachen, die sind jetzt in Plovdiv gefixt. Das heißt, man kann alle drei Varianten jetzt bedenkenlos hier auch für die Produktion nutzen. Beta heißt ja auch, wenn wir so etwas anbieten, das erscheint dann auch, wenn man so ein Tool startet. Das heißt auch, dass, sagen wir mal so, dass es quasi auf eigene Gefahr ist. Also, dass wir selbst wissen, dass da noch etwas nicht ganz richtig sein kann. Und wir dann natürlich auch froh sind über das Feedback unserer Kunden und unserer Nutzer, um so etwas dann zu verbessern. Genau. So. Was wir jetzt hier auch noch haben, ist zum Beispiel die Möglichkeit, einfach eine Offset-Coping anzulegen, also ein Offset-Käppchen in dem Sinne, aus Metall und hier bei Implantat getragen, aufgescannter Unterkonstruktion zum Beispiel Steg auszuwählen. Ist jetzt ja auch einfach mal für den ganzen Kiefer festgelegt. Ich gehe jetzt einfach wieder ins Design. Ist, wenn ich mich nicht irre, auch exakt der gleiche Fall und dann sieht man ein bisschen den Unterschied. Jetzt wäre es natürlich schlau gewesen, ich hätte den anderen nicht zugemacht, aber wir erinnern uns ja, wie der aussieht. So, was ich hier einmal kurz zeige, das habe ich vorhin einfach übergangen, ist der 3D-Daten-Editor. Ich kann auch einfach das gesamte Modell mal markieren in Orange und sagen, ich möchte hier alle Löcher schließen in dem Bereich, der markiert ist. Dann ist das alles schon mal ein wenig zu. Das macht es natürlich für die Software auch einfacher beim Berechnen von dem ganzen Boden, weil dann da keine Löcher mehr geschlossen werden müssen. Das ist jetzt aber erstmal derselbe Workflow in dem Sinne, dass einfach genauso das Ausblockmodell erstmal berechnet wird und ich meine Margin Line genauso erstmal festlege. So. Ist auch schon wieder genauso fertig. Jetzt wird mein Boden festgelegt. Diesmal mache ich gar nicht so viel Wuhai darum, diesen Boden irgendwie zu ändern. Das ist ja prinzipiell dasselbe. Man sieht aber direkt, der ist auch angelegt wie eine normale Coping. Das heißt, ich muss natürlich jetzt auch selber darauf achten, dass die Parameter da richtig passen. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier diese extra anliegende Bereiche ausblocken oder ich kann den Rand auch nochmal ändern und zum Beispiel alles auf Null setzen, so dass ich wirklich am Ende einen ganz scharfkantigen Randschluss bekomme. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ich sehe hier unten ja auch diesen 0,1 mm Rand, der immer anliegend festgelegt wird. Den Parameter kann ich natürlich auch einfach deaktivieren in dem vorherigen Schritt, wenn ich einen Steg habe, wo ich weiß, dass unten der Randschluss für mich gar nicht das Relevante ist. Dass es einfach auf jeden Fall drauf geht. Und egal, wie der Boden aussieht. Man sieht jetzt hier auch, das ist jetzt einfach ein ganz simples Mindestwandstärke-Käppchen quasi über den gesamten Steg. Allen Ecken und Kanten, die der Steg vorher natürlich auch hatte. Und hier ist wieder dasselbe. Ich kann in meinen Geschiebeteilen eben auch hier die Donut-Retentionen aussuchen. Ich kann eben auch
hier so schöne, etwas dickere Ringretensionen aussuchen, wenn ich die brauche. Ja, die sind ein bisschen lang hier. Nehme ich mal lieber nicht. Ich denke, die Zweierform ist mehr als ausreichend in dem Fall. Was an der, wie du sie nennst, der dicken Retention ganz interessant ist, es geht auch mit der hier. Und Ja. zwar kann man die dann über den Skalieren-Knopf, ja, okay, du wolltest wahrscheinlich nicht wissen, Genau. kann man die quasi in der Z-Achse verlängern. Das mache ich dann generell mit der anderen, geht aber auch mit der hier. Und ziehe die quasi ganz in ins Zahnfleisch rein und mache dann Ja. beim Abschneiden, später am Gegenüber abschneiden, dann mein Abstand von 1 Millimeter oder 1,5 Millimetern für den Kunststoff. Und dann hat man eigentlich einen perfekten Abstand zur Gegenüber. Genau so, dass ich das an der Gegenüber abschneide. Gut, der könnte jetzt hier ein bisschen dünn werden, so wie ich den angelegt habe, aber das sehen wir ja gleich. Ja, genau, deswegen mache ich das meist mit Ja, der anderen da ergibt die Retention. Die andere lässt Form sich mehr besser Sinn, in die logisch. Länge ziehen. Das mache ich dann hier mal mit der anderen zum Vergleich. So, ich lege den mal so fest. Er ist ziemlich lang. Ich mache es mal so. Sieht auch schön stabil aus. Skaliere den eben einfach auch. Diese Weise habe ich wieder an der Gingiva abschneiden. Wichtig zu wissen ist dabei, ich kann entweder am Boden abschneiden oder an der Gingiva abschneiden. Wenn am Boden abschneiden aktiviert ist, dann kann ich nicht an der Gingiva abschneiden aktivieren. Das muss ich natürlich dann entsprechend deaktivieren. Dieser Workflow hier ist, finde ich, einen ganz simplen, einfach nur Überwurf ohne eine Kunststoffüberretentionsverstärkung haben möchte, dann ist das hier natürlich der eigentlich allereinfachste Workflow, um schnell mal einen Überwurf zu gestalten. Nicht so gut, dass ich so weit drin ist. So, wir haben noch 5 bis 7 Minuten Zeit. Ich denke, jetzt wird es Zeit, in das eigentliche Q&A überzugehen, falls es noch Fragen gibt. Genau. Also es Gibt gab jetzt nochmal hier eine Frage für die Retentionsbibliothek, ob die irgendwo zum Ja. Download bereitsteht. Die sind natürlich immer in der Software enthalten, also von daher Genau, die ist einfach einfach da Teil nicht von der downloaden. Plochte-Version, ja. Einfach updaten, dann ist sie da, ja. Genau. Das habe ich auch gestern schon erwähnt. Das gilt vor allem für Zahnbibliotheken, aber auch für andere Bibliotheken. Natürlich könnte man jetzt auch sich von einem Freund, der eine aktuellere Version hat, sich da Bibliotheken nehmen und die eine ältere Version einpflegen. Das empfehlen wir aber nicht. Also das kann tatsächlich zu Problemen im Design und in der Software führen, weil zum Beispiel auch bei Zahnbibliotheken hat jeder Zahn beinhaltet Features, also Informationen für die Software, damit sie weiß, was sie damit tun sollen. Und auch daran arbeiten wir ständig. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum man selbst für das Add-on-Modul der zusätzlichen Zähne eine Update-Gebühr zahlt, weil wir auch daran arbeiten. Das heißt, wir müssen das immer entsprechend den neuen Anforderungen der Software anpassen. Und jetzt kann es sein, dass wenn Sie so eine neue Bibliothek in eine ältere Software einpflegen und die erkennt dann da plötzlich irgendwelche Features in der Bibliothek, mit der sie nichts anfangen kann. Und dann kann es dazu führen, dass etwas nicht richtig funktioniert. Also von daher würde ich immer empfehlen, wenn man mit neuen Bibliotheken arbeiten möchte, dass man auch die dazugehörige Softwareversion installiert. Genau. Jetzt kam noch eine andere Frage rein. Ich denke mal, da wird die Zeit fast ein bisschen knapp, aber wir können es mal kurz besprechen. Können Sie die dritte Option zeigen, bei der Sie die reduzierte Kappe und Überkonstruktion markieren? Ja, ich wollte das auch schon kurz vorschlagen, jetzt da ich sehe, dass hier kaum Fragen sind, dass du vielleicht ganz kurz noch die dritte Variante zeigst, also dass man quasi wirklich wie eine Ganz kurz, Vollprothese ja. direkt über den Steg macht. Das kann Genau. man nutzen als Ja. Provisorium.
Ich persönlich sehe da jetzt keine andere Anwendung für. Vielleicht habt ihr da eine Idee, Friedemann, Pina. Ich würde es als Provisorium oder wenn man halt wirklich eine monolithische Restauration darauf konstruieren möchte, dann kann man diese Variante nutzen. Ist aber natürlich auch eine Frage der Passung hier. Also wir können es ja jetzt gerne mal anschauen. Wir können auch gerne ein paar Minuten überziehen, das ist kein Problem. Und Alles klar. Ich habe es gerade kurz, während du erklärt hast, schon mal in der DentalDB gezeigt. Wir haben jetzt hier in dem Fall einfach anatomische Käppchen, die sind alle miteinander verbunden. Auch als Implantat getragen, auf gescannter Unterkonstruktion. Aber hier in dem Fall habe ich auch mal die virtuelle Gingiva konstruieren mit als optional aktiviert. So. Ich kann ja auch den Smile Creator nutzen, halte ich jetzt für weniger sinnvoll. Ich denke, wofür dieser Workflow auch gut geeignet ist, wenn ich wirklich eine sehr massive Metallbasis haben möchte oder eine Zirkonbasis, wo ich dann noch eine Verblendung drüber arbeite. Ich kann die Verblendung ja auch relativ dick da drauf gestalten, ist das auch eine Option. Ich weiß allerdings nicht, wie viel das dann tatsächlich auch so gemacht wird noch. So, der Workflow ist natürlich wie immer erstmal genau der gleiche. So, meine Unterseite wird genauso auch wieder festgelegt. Kann ich eben auch wieder mit einem gewissen Abstand auch einstellen. Gerne mal ein bisschen mehr machen. So, ist alles ausgeblockt. Nächsten Schritt muss ich jetzt meine Zähne irgendwo auf dem Kiefer auch festlegen. Dafür muss ich einfach den, ja, jetzt hier, genau, so einmal grob festgelegt, die Software irgendeine Orientierung hat, was ich hier eigentlich habe. Positioniere ich das natürlich sehr gerne einfach im Kettenmodus wie immer. Dafür ist es natürlich extrem sinnvoll, dass ich bereits ein Situationsmodell habe, an dem ich mich auch orientieren kann. So, das lasse ich jetzt gerade mal dabei, so. Vielleicht ein bisschen weiter reingedreht. Kann das jetzt natürlich wie immer auch freiformen und an meine Situation anpassen. Und jetzt kann ich meine Ausdehnung meiner Gingiva festlegen. Das heißt, ich kann hier quasi komplett außenrum eine Gingiva-Maske festlegen. Die entsprechend auch entweder sehr natürlichen oder unnatürlichen Verlauf hat. Ich merke gerade, wie groß ich die Sechser gestaltet habe, aber so ist das jetzt eben.
So, ich kriege mein Gegenwart-Design raus. Das kann ich jetzt wie immer natürlich auch frei formen, wie ich es möchte. Ich kann es glatt gestalten oder sehr konturiert. Das ist ja immer das Gleiche. In jedem Workflow, in dem ich eine Gegenwart festlege, habe ich eigentlich die gleichen Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich wähle jetzt hier auch Continue with Shrink Gingiva aus, das ist auch eine neue Option, sodass ich das Schrumpfen jetzt direkt habe und nicht erst im Expertenmodus. Und kann jetzt die ganze Gingiva, wie sie ist, auch einfach nochmal schrumpfen. Das sind jetzt Bereiche automatisch markiert. Ich kann das Ganze auch mit dem Pinsel-Tool quasi selbst markieren, was davon geschrumpft wird, was nicht. Blau wird eben nicht geschrumpft. Ich denke, das sieht so auch ganz sinnvoll aus. Es wird nur um 0,2 mm geschrumpft. In dem Fall, wenn ich sagen würde, ich würde das jetzt aber in Metall machen, würde ich es tatsächlich auch einfach mal um ein klein bisschen mehr schrumpfen, damit ich das schön mit Kunststoff am Ende verblenden kann. Es kann natürlich auch sinnvoll sein, wirklich die gesamte Gegenwart zu schrumpfen und gar nicht die Bereiche, um die Zähne zu schützen, weil ich will vielleicht nicht lingualen Metallanteil haben, aber das ist natürlich individuell je nach Fall. So, gehe ich aber einen Schritt weiter. Das sieht jetzt alles natürlich durch die Schrumpfung ein bisschen anders aus. Genauso kann ich die Zähne auch schrumpfen. Ich kann eben auch hier wie immer Retentionen oder sowas verwenden oder Cutback-Verfahren. Wenn ich es einfach individuell verblenden will, ist es, glaube ich, am sinnvollsten. Ich schrumpfe die Zähne eben auch entsprechend einfach ein bisschen mehr. Das ist ja das ganz normale anatomische Formenschrumpfen, das ich immer habe. Es kann natürlich genauso sinnvoll sein, Retentionen zu platzieren und dann am Ende einfach konfektionierte Kunststoffzähne aufzupassen, die dann da genauso auch angepasst werden. Die kann ich jetzt natürlich wie immer auch frei formen. Jetzt habe ich einen Schritt, in dem ich Verbinder festlege. Da ich das Ganze ja aber mit einer Gingiva verbunden habe, kann ich hier die X-Form wählen, die quasi die Verbinder einfach löscht, damit das alles auch so einfach insgesamt miteinander verbunden bleibt. Und das wird jetzt alles von der Software zusammengerechnet und ich habe eine zugegebenermaßen, dadurch, dass ich mich in 5 Minuten jetzt durchgeklickt habe, nicht unbedingt die schönste Basis der Welt, aber eine Metallbasis, die ich auf dem Steg platzieren kann, die ich einfach mit einer komplett individuellen Kunststoffverblendung versehe oder ich kann es natürlich auch voll anatomisch lassen und aus Kunststoff direkt herstellen als ein Provisorium. Das ist natürlich auch eine sehr gute Option dafür. Oder zum Beispiel die Gingiva komplett anatomisch lassen, die Zähne aber als Retention aufstellen, das Ganze aus einem Gingiva-farbenen Kunststoff fräsen und oben konfektionierte Zähne draufsetzen oder Thimbles draufsetzen und mir Kronen drauf fräsen, ist ja alles möglich. Genau, du hast es so gut erklärt, es sind gar keine Fragen mehr offen. Das ist ja wunderbar. Also nochmal danke. Es kommt nochmal ein Dankeschön, super Demo auf jeden Fall. Und ja, vielleicht kommt nochmal gleich was rein. Wir warten nochmal ganz kurz. Ja, natürlich, solange das noch berechnet, haben wir die genau. Zeit. Okay. Also jetzt nochmal die Fragen loswerden, falls noch was offen ist. Naja, ansonsten, wie gesagt, kannst ja noch mal kurz den Link aufmachen von unserer Webseite, während es berechnet, noch mal zum Zeigen, wo denn die aufgezeichneten Webinars zu sehen sind. Genau, das ist einfach auf unserer Webseite, das ist direkt die Homepage, exocad.com, haben wir hier unten direkt auch den Link zu unseren Webinaren. Und hier bei den Webinaren findet man dann auch entsprechend, das ist vom heutigen wahrscheinlich noch nicht. So, aber hier steht dann auch dabei, zum Beispiel leider verpasst, Videoaufzeichnung verfügbar. Und wenn ich das aufmache, kriege ich hier direkt einen Link zu der Aufzeichnung. Das ist dann auch entsprechend eben in allen Sprachen verfügbar von eigentlich auch jedem Webinar, was wir bisher gegeben haben. Kann man sich die ganzen verschiedenen Themen auch gerne nochmal in Ruhe anschauen, wenn man irgendwas nicht richtig mitbekommen hat oder es verpasst hat natürlich oder irgendwas nochmal genauer sehen will, dann ist das natürlich eine gute Option. Genau. Ansonsten kam nochmal ein Dankeschön und coole Funktionen. Also von daher. Ja, aber ja. Genau. Danke. Das freut mich. Ansonsten keine Fragen. Aber wie gesagt, nochmal ein Dankeschön und genau, man lernt nie aus. Und ja.
Das war es dann Okay. soweit, glaube ich. Ja. Jo, danke Friedemann, danke euch allen, danke dir Pina, Danke. dass ihr alle da wart und ja, bis zum nächsten Mal Bis dann. zum nächsten Mal. Ciao, Bis ciao. Schönen dann. Tag Tschüss. euch.